Moin Freunde, das Aatrox Rework wurde revealed. Wie immer werfen wir einen Blick auf die Fähigkeiten. Seine Passive ist Deathbringer Stance. Damit hat Aatrox erhöhte Reichweite auf seinem nächsten Basic Attack, verursacht damit prozentualen Schaden der Maximalleben und reduziert für einige Sekunden die Stärke von Heilung und Schilden am Ziel. Der Q-Spell heißt The Darken Blade. Hier schwingt Aatrox sein Schwert bis zu dreimal. Jede Aktivierung erhöht den Schaden und verändert den AOE. Dabei kann man die Gegner mit der Spitze des Schwertes in einer extra Hitbox treffen, beziehungsweise beim dritten Schlag ist es die Mitte vom AOE. Feinde in dieser extra Hitbox erhalten mehr Schaden und werden leicht hochgeworfen. Also basically ein Rivenkuh mit mehr Knockups. Beim W-Spell, Infernal Chains, schlagt ihr auf den Boden und verlangsamt den als erstes getroffenen Gegner. Champions oder große Monster bleiben mit der Stelle, an der sie getroffen wurden, verkettet und werden zurück zu diesem Punkt gezogen, falls sie den markierten Bereich nicht rechtzeitig verlassen. Mit dem E-Spell, Umbral Dash, könnt ihr einen kurzen Dash in gewählte Richtung machen und für einige Sekunden euer AD erhöhen. Umbral Dash hält maximal 2 Aufladungen und kann gleichzeitig mit dem W-Spell genutzt werden. Außerdem heilt ihr euch passiv, wenn ihr Schaden verursacht. Zu guter Letzt die Ulti, World Ender, womit Aatrox seine volle Kraft entfesselt. Bei der Verwandlung feiert Aatrox alle Minions in der Nähe und erhöht sein Lauftempo. Während seiner Transformation ist Aatrox gesamter Schaden erhöht und er erhält Bloodwell, was Leben sammelt, solange ihr in eurer Ulti seid. Sollte Aatrox in dieser Zeit sterben, wird er wiederbelebt. Während der Wiederbelebung kann er sich übrigens bewegen. Und ja, das war's soweit zu Aatrox. Schreibt mir eure Meinung und Fragen in die Kommentare. Wenn er auf dem PBE spielbar ist, kommt nochmal ein Livestream auf Twitch, wo wir zusammen alles ausprobieren können. Ansonsten war's das von mir. Ich bin raus. Bis zum nächsten Mal. Moin Freunde, das Aatrox Rework wurde revealed. Holy shit.